Welches ist denn jetzt der richtige? Tja, der Schlüssel zum Erfolg ist ein Dietrich, Olli Dietrich, jetzt bei Zimmer frei. Und hier kommen Christine Westermann und Götz Alsmann. Zimmerfrei. Vielen, vielen Dank. Tosen Applaus, Christine, was sagst du dazu? Wunderbar. Und die Menschen wollen genau wie wir nur eins wissen. Wer ist heute unser Gast bei Zimmerfrei? Mein Gott. Das Schönste und das Feinste, was man über diesen wunderbaren Menschen sagen kann, hat Loriot gesagt. Und er hat gesagt, seine Ideen entzücken mich. Ist das entzückend. Schön, meine sehr verehrten Damen, heute zu Gast bei Zimmerfrei, Olli Dietrich! Olli, mein lieber Haus. Wie schön, dass du da bist. Danke. Marvin. Danke. Ja, servus, gescheite Brotzeit. Aber toll, also das, es sieht nicht nur lecker aus, sondern es riecht auch so. Und da wir in Köln sind, nehme ich an, es handelt sich um das Märzenich-Traditionsbrot. Es gibt auch noch viele andere leckere Bäckereien in Deutschland. Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Ja. Nein, aber es ist wirklich ein sehr leckeres Brot, was es nur dort gibt. Ja, und was wir selber für das Geld der Gebührenzahler gekauft haben, deswegen brauchen wir uns nicht zu schämen. Kommst du ran oder soll ich dir eins geben? Ich habe ja einen ganzen Teller voll Wurst. Aber ich weiß gar nicht, wo ich das schmieren soll. Guck mal. Also ich würde immer eins nehmen, sieht so aus. Ja. Oh, das ist ja wirklich sehr lecker. Wunderbar. Leute. Hat das Leben es eigentlich gut mit dir gemeint, so die letzten 10 Jahre? Absolut. Ja? Ja. Also auch wenn es mal abwärts geht, wo geht es nicht auch mal abwärts? Mhm. Zum Beispiel beim Euro. Euro, was war das noch gleich? Ja, genau. Hat die Sendung ausgestrahlt? Euro, was war das noch gleich? Dann, wenn es die Drachme wieder gibt. ja, natürlich, absolut. Also, bringt ja alles große Freude. Und wie man sieht, auch nach 10 Jahren werde ich noch zu einer so schönen Sendung eingeladen und kriege eine kalte Mahlzeit in diesem Fall. Denn es ist wirklich so, du bist das zweite Mal da und den Spaß gönnen wir uns ab und zu. Und das bedeutet natürlich auch, dass du dich am Ende der Sendung ein zweites Mal dem Votum der Zuschauer stellen musst. Das ja, das mache ich gern. Gut. Welche Erinnerung hast du an die letzte Sendung? An die letzte Sendung hatte ich... Also mit uns da. Ich hatte einen braunen Anzug an. Warum weißt du sowas? Weil ich vorher nachgeguckt habe, dass ich jetzt nicht wieder einen braunen Anzug anziehe. Falls die Sendung mal direkt hintereinander ausgestrahlt werden. Ja, genau. Und zwar Zimmerfrei Classics. Genau. Ja? Und ich erinnere mich, dass als ich reinkam, ich abgeholt wurde von 2 Kamerakollegen, die mit einer Schulterkamera mich eben reingeführt haben und sich dann sehr schön in so eine Kamerakabelschlinge verbuchselt haben. Und war aber Absicht. Ach so. Ich habe nur gesagt, dann seht mal zu, wie er wieder rauskommt oder irgendwie sowas. Und sonst nichts? Keine Spiele? Doch. Rätsel. Ich erinnere mich, glaube ich, an so eine Klorolle, die mit mir gesprochen hat. Mm. Brauner Anzug, Klorolle, wir überprüfen das. Und dass wir im Zimmer oben gesessen haben und ich aber jetzt auch nicht mehr genau weiß, wie es da aussah. Gut, dass wir ein Best-of der damaligen Sendung vorbereitet haben. Gott sei Dank. Und hier ist es schon, meine Damen und Herren. Heute an zu Gast bei Zimmerfrei, Olli Dietrich! Gott sei Dank, aber Hunger, ne? Immer. Der kriegt zu Hause nichts. Immer. Ne? Applaus alleine macht nicht satt, mein Freund. Wenn du morgens die Treppe runterkommst. Herr Fredja, einfach brava. Ich stehe am Cottbusser Tor. Ah. Er hat sich sowieso ein bisschen ausgehört. C. Ja. Ja, ja. Hallo, Alpha. Melden, melden. Hallo. Hallo. Ein Front Refund mit leisem Ton. Sagte er, du weißt wohl schon. Zellulite bei Wunschkrankheiten. Ne, erstmal muss Christine sagen, überstandene Krankheiten. Überstandene Krankheiten habe ich Zellulite. So. Zellulite ist auch nicht schlecht. Du weißt wohl schon von Alice. Berlin haben wir schon mal, Funk haben wir. Was hat Götz gemacht? Ausgestellt. Berliner Funkausstellung. Yeah! Im Tapezierzimmer. Oder gemacht. Verschönern Sie Ihr Heim. Wer ist das?
Muss ich passen, leider. Tut mir leid. Das war doch so einfach. Alfred Biolek. Au. Du hast dich mit Tapezieren teilweise unter Wasser gehalten. Ja, ja. Tür an Tür mit Alex. Die Messlatte liegt hoch. Die Messlatte liegt hoch. Sehr hoch. Das ist ja peinlich, dass ich da. Aber man darf ja nicht mit vollem Mund essen. Sag mir aber immer. Was ich erstaunlich finde, ist, dass du dich in diesen 10 Jahren überhaupt nicht verändert hast. Stimmt, also du siehst genauso aus wie ich. War unfassbar abgenommen in der Zeit und bin grau geworden. Aber wieso? Ich habe eine Brille jetzt auf. Ja. Ja. Und du siehst, ihr seht doch auch noch genauso aus, oder? Das kam jetzt ein bisschen spät. Ja. Bisschen. Nur da, wo die Sonne nicht hinscheint. Ey. Ja. Was ich dich fragen wollte, war. Dass du gelassener geworden bist, nach eigenen Worten. Man kann jetzt gar nicht mehr anfangen. So lange habe ich. Es ist schon, wie er sagt, sprechen Sie immer mit vollem Mund, nur wenn ich esse, sagt man immer. Naja, das sind halt so die üblichen Floskeln, die man so raushaut. Wir kommen zu einer Aktion, die uns immer viel Spaß macht. Es ist das Zimmer frei. Richtig, und wenn ein Gast das zweite Mal zu uns kommt, hat er die Chance, Rache zu nehmen fürs erste Mal. Denn dann ist er derjenige, der Christine und mir das Bilderrätsel präsentiert. Ich verstehe. Und ja, ich würde jetzt nicht abbeißen, du bist jetzt dran mit dem zimmerfrei Bilderrätsel. Es ist aber so lecker, aber ich mach das. Okay, es ist relativ einfach darzustellen, aber wahrscheinlich nicht so einfach, das rauszubekommen. Ich habe 2 Rätsel heute mitgebracht, aus eigener Schlachtung, wenn wir schon bei einer Wurstplatte sind. Das erste Rätsel wäre für dich, lieber Götz, es ist aus dem Bereich Showgeschäft. Und das Rätsel beginnt jetzt. Bist du das Rätsel oder ist der Stuhl das Rätsel? Das ist das Rätsel. Was wird hier dargestellt aus dem Bereich Showgeschäft? Ich helfe nicht. Ne? Nee, weil du kriegst ein eigenes Rätsel gleich noch. Sag mal, ich gehe. Du hast. Ich kann mich eigentlich. Pass mal auf, jeder hat sein Rätsel. Heißt das, dass die Rätsel unter Umständen uns verkörpern sollen? Nein. Okay. Ich setze mich einfach wieder hin, das dauert wohl noch ein bisschen. Ja. Da kann ich ja schön in dieses Fleischwurstbrot beißen. Wir haben eine schöne Tradition bei Zimmerfrei, dass wir unseren ratenden Gästen immer ein bisschen auf die Sprünge helfen. Man muss dazu sagen, du hast dir das Rätsel ausgedacht und die Redaktion ist hin und weg von dem, was dir da eingefallen ist. Ich freue mich schon auf meins. Also Stuhl, Türkis. Der heiße Stuhl, viel zu kompliziert. Der freie Stuhl, Warten auf Godot, Reise nach Jerusalem. Viel einfacher. Du bist ja nervös. Ja, natürlich. Es handelt sich im näheren oder weiteren Sinne um einen großen Star. Cher. Ja. Ich habe ein bisschen Angst. Das war jetzt aber schwer, was? Ich hätte auch John Mail nehmen können mit so einer Mailbox. So. Oh, aber da wärst du nicht drauf gekommen. So, jetzt kommt ein Rätsel für dich. Mhm. Es ist ein Rätsel aus dem Bereich Karneval. Mhm. Und das Rätsel beginnt jetzt. Los! Ich zitter ja, warum zitter ich? Das Zittern gehört überhaupt nicht dazu. Das ist altersbedingt. Das ist so wie mit der Weinflasche, die man lange am ausgestreckten Arm. Also das Rätsel ist das und es heißt los. Das Los gehört dazu. Ja, natürlich. Los ist was? Anfang. Ja, oder was? Diese Aufforderung ist ein Kommando. Ein Kommando. Also los.
Oh, kann ich bis nach Hause gehen? Was ist das denn hier? Ein Pinsel. Aber es ist ein besonderer Pinsel. Ein Malpinsel. Ein noch genauer, wir kennen das aus der Schule. Kasten aufklappen, viele kleine runde Dinge. Ein Wasserfarbenpinsel. Viel zu speziell. Aquarellpinsel. Ein Malpinsel. Malpinsel. Ist ein Zeichenpinsel. Zeichenpinsel. Wie nennt man diese Dinger, die man da kauft und aufklappt? Tuschkasten. So. Tuschpinsel. Pinsel. Los! Tuschpinsel. Nee. Ein Begriff aus dem Bereich Karneval. Los. Befehlsform. Los, Pinsel. Würde auch passen übrigens. Los, du Pinsel, würde auch passen, aber... Wolle man eine Reulosse? Nein! Tusch! Ja! Yes! Olli! Das ist doch gar nicht so schwer! Nein, absolut nicht! Fantastisch, selbst ausgedacht, perfekt performt. Der nächste Grimme-Preis ist dir sicher. Als Dankeschön gibt's zu Olli Dittrich, den Zimmerfrei-Fanschau! Oh, yeah! Ich muss nur mit dem Mikro aufpassen. Ja. Der Profi. Götz, ist okay, ich muss hier auf das Mikrofon aufpassen. Kannst du kannst sie noch ablegen und zwischendurch mal damit winken. Ich kann das auch als Serviette benutzen. Ja, es sind auch schöne grüne Farbanteile drin. Ja. Die Farben der Pokalsensation Preußen-Münster. Ah. Ahnen Sie mal, welcher Verein diesem jungen Mann hier sehr nahe steht und umgekehrt. Und wie ich jetzt gestern gerade erfahren habe, heißt Preußen nicht nur Borussia. Auf Lateinisch. Auf Lateinisch, genau. Sondern wurde gegründet von irgendwelchen Verwandten von dir oder so. Nee, sowas, von nicht? Schülern meines Gymnasiums. Das meine ich. Das ist ein Applaus wert. Kein Mensch kennt Preußen Münster. Oder? Aber du hast 2 Grimme-Preise gekriegt. Ne? 3. Und einen für 3? Ja. 3? Einen für die beiden anderen. Wenn man 2 hat, kriegt man einen dritten dazu. Das ist praktisch wie so ein Abrisskante, so ein Bomb. So, ich wollte was über den Grimme-Preis. Ich frage lieber nach Loriot. Das finde ich so schön. Wie kommt der dazu, ein Vorwort in ein Buch zu schreiben? Die großartige Autorin Anne-Amerie Siemens, die im Übrigen auch selbst tolle Bücher schreibt und Fachfrau ist für die Geschichte der RAF aus der Sicht der Opfer vor allen Dingen, die hatte mich vor vielen Jahren mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein Interviewbuch zu machen zwischen Loriot und mir. Und sie stellt die Fragen, woraus dann später nichts wurde, sondern es wurde ein Buch, in dem sie mich dann allein befragt hat, weil Loriot nicht mehr so wollte. Und sie hat ihn dann, glaube ich, sogar heimlich erst gefragt, ob er nicht das Vorwort schreiben will, was er dann gerne getan hat. Das ist natürlich eine tolle Ehre und was ganz Besonderes gewesen. Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, weil es auch so mit zu den letzten Dingen gehört hat, die er gemacht hat noch sozusagen. Also das hat, ihr habt euch auch kennengelernt? Ja, ja. Wie ist das? Ist man, wie aufgeregt ist man, wenn man Loriot gegenüber sitzt? Er hat mich angerufen, ehrlich gesagt. Und ich stand in Venedig. Und ahnte nichts das Böses. Das ist Showbusiness, Leute. Ja. Loriot ruft an und man steht in Venedig. Ja. Unglaublich. Ja, das war so. Ja. Und ich wusste gar nicht, wie mir geschah, weil da war unbekannter Teilnehmer. Und ich bin dann rangegangen und dachte, hier ist Loriot. So, dachte ich, hallo und so. Und dann hat er mir ein bisschen was zu meiner Arbeit erzählt und wollte mit mir ein bisschen plaudern. Und das war ein sehr beeindruckendes Telefonat, muss man wirklich sagen, weil das ist ja doch was Besonderes. Das kennen die Jüngeren nicht mehr, dass man so die Hacken zusammenschlägt oder so. Aber es war wirklich so. Man wird dann sofort aufrecht und nimmt Haltung an, wenn eben so jemand Besonderer, den man immer verehrt hat und der ja auch neben ein, zwei anderen Leuten zu meinen großen Vorbildern immer gezählt hat, wenn der dann persönlich anruft und mit einem spricht. Und wir haben uns dann später kennengelernt und uns auch in den letzten Jahren dann eben häufiger mal zum Telefonieren verabredet und uns ausgetauscht und so. Und das war wirklich toll. So ein tolles Vorwort. 3 Grimme-Preise, 1 Fernsehpreis. Warum hast du nicht mindestens eine Riesenshow im Fernsehen? Bist du ein verkanntes Genie? Was soll ich da denn jetzt zu sagen? Ja, hast du auch eine Riesenshow im Fernsehen? Oder findest du nicht, dass man Riesenshows auch am späten Abend senden oder in der kann? Nacht? Natürlich. Oder? Nein, aber weiß, kann ich dir nichts zu sagen jetzt. Warum habe ich keine große Show? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, immer weitermachen. Ich mache mein Leben keine lang. Lust, keine Lust. Nein, keine Lust stimmt nicht. Nein, das nicht. Aber das ist ja auch blöd, sowas zu sagen. Ich mache seit vielen Jahren das, was mir Freude macht.
Und ich habe die große Ehre gehabt und den großen Spaß gehabt, Anfang der 90er Jahre bei RTL Samstagnacht dabei zu sein und so ein bisschen die Gnade der frühen Geburt von Humor im deutschen Fernsehen in dieser Weise zumindest miterlebt zu haben. Ich hatte tolle Leute, die mich damals unterstützt haben und im Übrigen, als das vorbei war, auch die Chance gehabt, mich weiterzuentwickeln. Das wäre ja auch noch schöner, wenn man immer dasselbe dann weitermacht, ne? Und das geht dann vielleicht, in der Fernsehsprache sagt man heute, in die Nische gelegentlich, aber manchmal dann eben auch, wie mit Texas Lightning oder mit vielen anderen Sachen, die ich mache, eben dann mal auch vor ein großes Publikum. Also das Fernsehen ändert sich auch, muss man sagen. Seit das Internet so Einzug gehalten hat und selbst die 10-, 11-Jährigen heute mit ihren Smartphones sich holen, was sie wollen, wann sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen, ist das sowieso alles nicht mehr so wie früher. Aber du wendest dich ja demnächst auch einem, ich glaube, ganz bewusst etwas kleineren Publikum zu, denn du gehst ja mit deinem Buch auf Lesereise. Mhm. Das ist ja in der Regel immer ein limitiertes, sehr intimes Medium, das man sich dann da sucht. Ja, wobei das Buch ist ja wirklich aus Versehen entstanden. Und die Geschichten, die da drin zu lesen sind, sind zum Teil kleine Interviewteile und zum Teil eben Anekdoten, die ich geschrieben habe. Und wir haben das nur ganz am Anfang, als das Buch auf den Markt kam, natürlich gemacht, um in Buchhandlungen ein bisschen Promotion zu machen und zu lesen. Und das wurde dann immer größer. Und weil ich zwischendurch dann angefangen habe, immer mehr aus dem Stegreif Geschichten zu erzählen. Und inzwischen ist es so, dass ich eigentlich nur noch die Hälfte kleine Sachen lese und den Rest den Leuten irgendwas Lustiges erzähle von früher. Und das gefällt denen. Und das ist an sich nicht so intim. Das ist auch schon ein bisschen größer. Nicht so intim, auch schon so ein bisschen anders. Genau wie Zimmerfrei. Und deswegen kommen wir jetzt zur nächsten Aktion, meine Damen und Herren. Wir nennen sie die Buchstabenkettengeschichte. Es geht um Folgendes. Wir wollen jetzt einfach mal unser Improvisationstalent kitzeln, sofern vorhanden. Und wir greifen hier in diese Kiste. Darin befindet sich das berühmte, durch die Sendung mit Tscherno Jubata in die Geschichte eingegangene Backwerk, Naschwerk, Russisch Brot. So, wir werden reihum hineinfassen, einen Buchstaben ziehen und werden versuchen, einen sinnfälligen Satz zu bilden, dessen Buchstaben alle mit dessen Wörter alle mit diesem speziellen Buchstaben anfangen müssen. Es wird Buch geführt, wer es schafft, die längsten sinnvollen Wortkaskaden aneinander zu ketteln. Und damit darauf jemand aufpasst, etwas mit Zahlen, etwas mit Mathematik, würden die anderen Adam Riese nehmen. Wir nehmen den Riesen-Adam. Herrlich, ne? Wie will er jetzt von da oben schreiben? Das schafft er schon. Und Christine zeigt uns, wie es geht. Sie greift als Erste einen Buchstaben heraus. Bitte schön. Was habe ich deinen gehabt? Nimm einfach irgendeinen. Ach so, da sind nur drei drin, oder? Nee, sind jede Menge. Das ist gut. Was haben wir? Einmal mit drei Buchstaben. Ein R. Wie läuft das Spiel denn jetzt? Ja, ich habe es nicht verstanden. Wir bilden lange, sinngebende Sätze, die pro Wort immer mit diesem Buchstaben beginnen müssen. Und jetzt ist sie dran? Ja. Alles klar. Dann esse ich einen Moment. Ja, mach mal. Ich höre aber zu. Hau rein. Raubein, Richard, Rogler, rechnete, rigide. Danke. Russisch, reaktionär, ran. Mhm. Soll der Satz auch eine Bedeutung haben? Ja, am Schluss war nochmal. Ja. So, Olli ist dran. Ja, also. Ich hab den Kurven nicht, aber beim nächsten Mal. Man hätte rachitisch sagen können. Stimmt. Ja. B. Beschäftigter blinder Bernd Bönte bastelt privat. Bestimmt bis Breisgauer Blaskapelle besser beruflich. Ganz einfach. V. Vera Victoria von Voss. Ja, ja, ja. Versmolls versauteste, verlottertste, versoffenste, verhurteste,
verdorbenste. Ja, tschüss. Ventriloquistin. Verschandelte, verschengulierte. Was? Vielerlei Vaters. Variantenreich verzierte Violine. Weiter? Ja, du bist wieder dran. Ah. Anna. Scheiße. Anna analysierte anachronistisch an Adams Arm, aber als Annette anorektisch ans Aufhören ankam. Das ist super. Schade. Geh. Gerade gewann Gerda Gustav glutäugig. Gesamtgelage gestern. Das ist schwer. Ja. Mit G ist schwer. Schwer. Suppe, sprach Sokrates. Suppe, sagten seine Schüler. Oh, super. Oh, Suppe, sagte Sokrates. Suppe, 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 Suppe. Super, sagten seine Schüler. Sokrates säuft Suppe. Das Ergebnis dieses Spiels ist ja haarscharf ausgefallen. Riesenadam, wie sieht's aus? 15, 21 Punkte für Christine Westermann. 18 Punkte für Olli Dittrich. Oh Gott. 25, 30, 47 Fantastillionen für mich. Wahnsinn. Unglaublich. Wir bedanken uns bei unserem Riesenadam. Bravo. Sieht schon schön aus, oder? Oh. Mit den Beinen? Ich weiß nicht, dachte erst, David Garrett kommt rein. Ja. Ist er nicht. Ich hätte immer gesagt, das war eigentlich mein Kostüm, aber die haben keine passenden Lorbeerblätter gefunden. Ja, genau. Das sind so die alten Witze. Natürlich, völlig klar. Weißt du, warum Hunde schlechte Tänzer sind? Das habe ich gerade gestern gehört, das fand ich ganz lustig. Warum Hunde schlechte Tänzer sind? Warum sind Hunde schlechte Weil Tänzer? Weil sie zwei linke Füße haben. Finde ich extrem lustig, oder? Sehr lustig. Ja. Sabine Heinrich, unsere Reporterin, war in München und die hat die Frau besucht, von der du eben schon gesprochen hast. Anne Amiri Siemens. Genau. Meine Rede. Werden Sie gleich noch mal hören. Sabine Heinrich in München. Servus aus dem Olympiapark in München. Wir sind am Walk of Stars. Hier fühlen wir uns wohl. Was haben Boris Becker und Olli Dittrich gemeinsam? Sie haben beide eine Biografin. Anne Amiri Siemens. Hier habt ihr euch immer für die Biografie getroffen. Du hast ihn angesprochen, nicht er dich. Wie fand er das, dass man über ihn eine Biografie schreiben möchte? Ich glaube, überraschend. Und das war auch, also war schon ein Gedanke, mit dem er sich anfreunden musste. Spricht das so ungefähr aus seinem Naturell, so eher zurückhaltend? Ich glaube, er ist jemand, der sehr viel nachdenkt, warum er Dinge tut und welche Dinge er tut. Ich weiß nicht, ob ich das zurückhaltend nennen würde. Es ist, glaube ich, einfach jemand, der sehr viel nachdenkt und sehr gut abwägt, was er macht.
alles, was du mir jetzt über Olli so erzählst, klingt wahnsinnig höflich und aufrichtig. Fast schon Gentleman? Ja. Ist auch jemand, der einen abends immer nach Hause fährt, auch wenn man, weiß ich nicht, 20 Meter von seiner Wohnung entfernt essen geht. Der ist schon, ja, ist einfach alte Schule. Oh. So. Ist er sehr, sehr wertestark, sehr moralaffin? Ich glaube, Respekt ist wichtig, dass man sich vertrauen kann, ist wichtig, dass man auf eine Art anständig ist in seiner Art zu arbeiten und natürlich auch, wie man Menschen begegnet. Und das alles hat die Anne hier erfahren und auch da oben. Wir haben 185 Meter Zeit, Fragen jetzt. Sushi oder Schnitzel? Schnitzel. Bahn oder Taxi? Bahn. Eitel oder egal? Egal. Couch Potato oder aktiv? Schwer zu sagen. Schon jemand, der gern zu Hause ist, glaube ich, aber keine Couch Potato. Witzig oder eher ernst? Eher ernst, ja. Ja, Hamas. Ja. Die Beatles. Da hat er sich bestimmt sehr gefreut, als er die gesehen hat. Und ich kann mir vorstellen, der passt da gut rein. Schon ein großer Beatles-Fan. Das Kompliment würde ihm bestimmt gefallen. Ja. Optisch kann er mithalten. Gänsehaut für Olli Dittrich. Kann man Hamburg sehen, Anne? Ich sehe es nicht. Nee. Wie heimatverbunden ist Olli? Der liebt Hamburg schon sehr. Ja. Und kennt er hier in München auch klar? Auf jeden Fall. Doch, glaube ich schon. Er liebt das Essen sehr. Und spricht ja auch hier ein Dialekt. Ja. Also da wird er auch hier gut reinpassen, klar. Und steife Brise hat er hier ja auch. Take my place at night. Wir entzücken Sabine Heinrich wieder mal auf der Suche nach Spuren, die unser Gast hinterlassen hat. Sie wurde in München fündig. Unser Gast ist Olli Dittrich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist ein schönes Kompliment, finde ich, wenn man zu jemandem sagt, er ist alte Schule. Ja, ich bin ganz überrascht und begeistert. Also für mich ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man höflich ist. Das gehört ja immer dazu, den Ball immer schön flach halten. Und, hat dir das dein Vater beigebracht, deine Eltern? Wie lernt man sowas? Oha, ja. Einmal so natürlich, ich meine, du weißt das auch, du bist auch immer gut gekleidet und immer sehr zuvorkommend und sehr höflich. So habe ich Götz auch immer kennengelernt. Vielleicht hat das tatsächlich auch ein bisschen was mit unseren Jahrgängen zu tun, dass wir das noch so beigebracht bekommen haben. Als Eltern noch irgendwie was mit Erziehung gemacht haben. Ja, und naja, nun. Was versuchst du denn von dem, was du von zu Hause mitbekommen hast, an deinen Sohn weiterzugeben? Der ist jetzt 11 Jahre alt. Genau sowas. Also zum einen natürlich das, weil er auch sehr künstlerisch interessiert ist und ich denke auch eine gewisse Begabung hat. Als erstes Mal, dass man für alles das, was man liebt, einstehen muss und dass man auch zurückhaltend sein muss. Das klappt natürlich beim Elfjährigen nicht immer, weil er halt irgendwie auch ein ziemlicher Rabauke sein kann. Aber dass die Erfolge, die wir mitunter haben und die über Jahre vielleicht sich auch wiederholen lassen, eben sich nicht leicht wiederholen lassen. Und dass jeder, der es irgendwohin mal geschafft hat mit dem, was er tut, auch weiß, wie viel Schweiß und wie viel Arbeit und wie viel Niederlagen eigentlich auch zu überwinden damit im Programm drin sind. Und das macht automatisch zurückhaltend und ich will jetzt den Begriff demütig vermeiden, weil das immer gern so ein bisschen pathetisch klingt, aber doch, dass man zurückhaltend bleibt, weil man einfach weiß, bevor jetzt Halligalli ist, muss man was tun und da kommt man mit Höflichkeit und mit Aufrichtigkeit und so natürlich auch ehrlich gesagt weiter als mit der großen Klappe. Da kommt man auch mal weit mit. Klappern gehört ja zum Handwerk, aber meistens ist das ja dann doch nur von kurzer Dauer. In dieser Biografie, mit der du auch auf Lesereise gehst, sind sehr viele sehr gute, wie ich finde, sehr starke Privatfotos von dir. Warum will man sowas preisgeben, so eine private Akustik? Naja, das hört sich jetzt sehr nach fast skandalösen... Nee, überhaupt nein. Aber was heißt preisgeben? Wir haben, als wir die Interviews geführt haben und die dann ein Teil des Buches wurden und ich angefangen habe, drumherum Geschichten zu schreiben, die sich sozusagen da drum herumranken, auch überlegt, dass es etwas Visuelles sein muss, was da drin ist und was ich auch auf der Lesereise zeige und erzähle. Und das sind dann manchmal Faksimile, Abdrucke von ersten Auftrittsverträgen, wo ich dann 600 Mark mit meiner Skiffle-Band Anfang der 70er Jahre bekommen habe, aber auch Liebesbriefe, die ich alle noch wiedergefunden habe, Fotos, Tausende haben wir durchgeguckt aus den Jahren und in so einer Reihe macht das auch Sinn dann, wenn man sozusagen ganz klein zu sehen ist, als Baby noch auf dem Arm der Mutter und das endet dann vielleicht irgendwie mit Texas Lightning in Athen oder so. Hast du das gesammelt oder haben das deine Eltern gesammelt? Das habe ich gesammelt. Ich habe das alles
noch gehabt. Also wir haben auch, als wir uns entschieden haben, auch visuelles Material in dem Buch zu verwenden, haben wir angefangen, oder ich habe angefangen, auch Ordner und Kisten durchzustöbern und habe Sachen gefunden, von denen ich selber nicht mehr wusste, dass ich sie habe. Du warst schon als Kind ein sehr, sehr guter Beobachter und hast schon sehr früh nachgemacht. Was ist deine erste Erinnerung? Oder was sind erste Erinnerungen? Wer war dein Publikum? Die Familie. Ja. Meine Oma. Ich habe meiner Oma immer Heinrich Lübke nachgemacht. Da war ich vielleicht 5 oder 6. Ohne zu wissen. Wusstest du, wer das war? Ich wollte gerade sagen, nicht ohne zu wissen, wer meine Oma ist. Das wusste ich schon. Aber ohne zu wissen, wer Heinrich Lübke ist. Aber ich fand das dann immer, hat das mal irgendwo gehört, dass der eben so einen lustigen Sauerländer-Dialekt hat. Und habe dann auch Figuren nachgemacht. Oder war dann, als ich etwas älter war, in Italien am Urlaubsstrand, habe ich dann Eiskunstläufer nachgemacht und so solche Sachen. Lauter so ein Quatsch halt. Haben deine Eltern das gefördert in irgendeiner Form, dieses Talent? Nicht haben gefördert, gesagt, aber auch nicht verhindert oder so. Oder könnte ja auch sein, dass sie sagen, nee, lern mal was Vernünftiges oder so. Sondern mich eigentlich immer unterstützt in alledem, weil ich ja doch ehrlich gesagt kein sonderlich guter Schüler war. Aber bist du nicht auf eine Schauspielschule zum Beispiel gegangen mit dem Talent? Warum nicht? Weiß nicht. Die hätten mich nicht genommen. Ich habe mich ums Militär gedrückt, wie man so schön sagt. Das war meine Schauspielprüfung. Ah. Vielleicht hat das geklappt. So, bei Stelle. Mir leider nicht. Ja. Aber wir machen jetzt was anderes. Ja. Ich war beim Militär, aber es war nicht schön. Aber was wir jetzt machen, wird sehr schön sein. Denn wir haben jetzt eine Aktion, in der wir die Fähigkeit zur Pantomime mit der Liebe zur Musik der 60er Jahre verbinden. Beides Dinge, die Olli Dietrich, unseren heutigen Zimmerfreigast, auszeichnet. Oha. Das Spiel funktioniert wie folgt. Jemand setzt sich diesen Kopfhörer auf, jemand von uns dreien. Er wird beschallt mit einem berühmten Klassiker, Popmusikklassiker der 60er Jahre. Ja. Es geht nun, den Interpreten irgendwie pantomimisch darzustellen, zu karikieren. Nicht unbedingt das Lied, aber den Interpreten. Wir anderen hören nicht, was auf dem Kopfhörer ist. Und wir haben Zeit, es so lange auf diese Tafel zu schreiben, bis alle im Publikum diese Musik hören, bis sie für alle laut gezogen wird. Habe ich mich deutlich oder undeutlich ausgedrückt? Falls undeutlich, kein Problem. Denn den Anfang macht unsere liebe Freundin Christine Westermann. Von Christine lernen heißt siegen lernen. Also, so. So. Ich höre, wie der Teufel lacht. Was denn? Sieht sehr gut aus. Okay. Gehört das schon dazu? Nein. Es ist eher das hier. Oh! Ja, klar. Hätte man erkennen können, ne? Müssen. Ja, super. Dass ich da nicht drauf gekommen bin. Das musst du mir nach der Sendung mal. Ah! Oh, das könnten zwei sein. Mach nochmal. Mach nochmal. Nee, das ist der eine. Ah, ich weiß es. Ich hab ihn auch. Moment. Nee, Stevie Wonder. Ich hatte auch Stevie Wonder. Nee, Stevie Wonder ist so. Aber hörst du? Ja. Ja, ja. Ja, gut, jetzt bin ich dran. Das ist toll, das ist Wahnsinn, dieser feine Unterschied, darauf wäre ich nie gekommen. Ja, ist klar. Aber weißt du, warum Stevie Wonder so macht? Na? Weil Ray Charles hat immer so gemacht. Mann. So, jetzt seid ihr dran. Stevie Wonder. Ja, das ist. Oder? Ja. Das ist Stevie Wonder, oder? Würde ich auch sagen. Oder? John. Ray Charles, natürlich. Ach ja, natürlich. Klar. Dabei habe ich gerade eben noch erklärt, in welche Richtung er es macht. Ich habe es doch gemacht, in deine Richtung. Ja, super. Wie hast du denn Mick Jagger gemacht? Mick Jagger, den muss man irgendwie so. Oder ich kann das nicht, weiß nicht, interessiert. Ja, ich Mick Jagger sagen, interessiert mich irgendwie überhaupt nicht. Das ist eher so Marschkapelle, ne? Ja, ja. Was? I can get no satisfaction. Hier hoch. Soll ich als erstes? Du kannst mal als erster, ja. Damit du dich freust, wenn du siehst. Oh! Olli Dietrich liebt alte Autos. Und? Ja, sehr schön. Wenn du magst, ich wäre der Fahrer, du wärst der Beifahrer. Ja, dann. Nee, hier. Wenn du der Beifahrer bist? Nee, ich bin der Fahrer. Ach so, der Fahrer. Ich
Ich mein, weiß nicht, wie habt ihr den denn hier hochgekriegt, sag mal? Tja. Sehr schön. Kann losgehen. Warum alte Autos? Woher kommt die Lust? Ach, alte Autos sind einfach sehr, sehr schön. Und ich glaube, jedes Kind, man hat das Gefühl, man fährt, ne? Ah! Ach, das ist ja schön. Ich glaube, sieht auch schön aus. Ja. Das ist fast so wie früher, wenn man dann so einen Heinz-Rühmann-Film gesehen hat und die haben dann von vorne, war dann hinten lief der Film und dann sind sie so um die Ecken gefahren, haben sich aber dabei so angeguckt. Ne? Manchmal. Ja, ja, genau. Ja, keine Ahnung. Ich habe alte Autos immer gut gefunden. Und als Kind haben wir immer mit unseren Matchbox-Autos gespielt. Auf dem Teppich im Wohnzimmer. Da sind ja dann so Muster drauf. Und da hat man dann, was weiß ich, sich seine Welten gebaut und immer gedacht, später, wenn du mal groß bist, hast du dann auch mal so ein Jaguar E oder so. Und? Nee. Jetzt bist du groß? Jetzt bin ich groß. Und was hast du? Einen alten Porsche habe ich. Ja, immerhin. Einen ganz alten, von 59. Ist der was wert? Der ist wohl auch was wert, ja, aber das ist gar nicht das, was im Vordergrund steht, sondern es ist ein wunderschönes Auto. Ich sitze jetzt hier und eigentlich wollte ich mit dir über Melancholie reden. Ja. Und irgendwie, finde ich, geht das jetzt gar nicht, weil du so offen bist und so fast fröhlich. Und man denkt, der Typ kann doch nicht ernsthaft sagen, er sei Melancholiker. Naja, wenn man sagt, er ist Melancholiker, hört sich das fast so an, wie er ist Alkoholiker oder so etwas. Also als wenn das richtig so eine sehr ausgeprägte Eigenschaft ist, um nicht zu sagen, der ganze Mensch besteht nur daraus. Nein, ja? Das meine ich gar nicht. Aber du bist so, ich kann mir Olli Dietrich gar nicht anders als ich fröhlich. Ich denke, wir fahren hier, Mensch. Ja, wir fahren auch. Das ist echt, Sie müssten mal hier oben sitzen. Man denkt wirklich, man fährt. Das ist so wie in dem Film, wie heißt das, Top Secret, wo der Zug steht und der Bahnsteig fährt weg. Kennst du das? Nein. Das ist total lustig. Aber egal, ich muss mal das Hemd hochziehen. Zieh mal. Ja, so, also, melancholisch zu sein ist keine so schlechte Eigenart. Also ich mag das auch sehr. Das ist immer die Frage der Dosis und in welcher Weise man eben auch, sagen wir mal, von so einer melancholischen Stimmung umhüllt ist. Es ist was dich schon lange begleitet. Ja, genau. Also schon in die Wiege gelegt. Nachdenklichkeit, Melancholie. Wie würdest du es denn bezeichnen? Was ist Melancholie? Ach, sagen wir mal, das ist auch ein bisschen Traurigkeit, kann ja auch was Schönes haben, wenn es jetzt nicht wirklich dramatisch ist oder eine Trauer bedeutet, sondern wenn man einfach auch Abschied nimmt, vielleicht auch in kleinen Situationen, die jetzt gar nichts Großes Bedeutendes sind, aber in denen man eben auch Dinge hinter sich lässt und vielleicht auch ein bisschen unruhig ist, wie geht's jetzt so weiter. Das ist etwas, was mir sehr anhaftet und was mich auch mein Leben lang begleitet hat. Dann gleichzeitig aber auch so den Silberstreif am Horizont zu sehen, irgendwie Hoffnung zu schöpfen, Aufbruch, so diese Stimmung, die ist damit auch oft verbunden. Was ist denn für einen Melancholiker großes Glück? Ach, ich glaube, das, was für jeden in Wahrheit das große Glück ist, dass man bei sich ist, oder? Also, wenn du bei dir bist und du bist stimmig und im Reinen mit dir, dann kannst du, glaube ich, auch viel durchstehen, denke ich mal. Du hast dir das nicht so einfach erarbeitet, ist mir fast das falsche Wort, aber du hast es dir nicht so leicht gemacht mit deiner Melancholie, mit deiner Nachdenklichkeit. Du hast eine Therapie gemacht. Du hast, das ist aber lange her. Ja, aber du hast eine Meditation gemacht, genau, die dir unglaublich hilft. Wie macht man das mit einer Meditation, ein Glücksgefühl zu kriegen? Naja, das war damals eine Zeit, in der das Leben so eine Wendung genommen hat. Und sondern jeder kennt das von uns, denke ich mal, dass es im Leben auch mal abwärts geht oder schwierig wird. Und das war eben die Zeit, ohne die zum Beispiel diese Therapie und alles das, was damit in Verbindung stand, alles, was danach kam, gar nicht hätte stattfinden können. Also die Überwindung dieser Phase, das war in den frühen 80er Jahren, die war sehr entscheidend für alles, was heute ist. Und Meditation ist ja erstmal, da gibt es ja sehr, sehr viele Techniken. Und das ist eine Mantra-Meditation, die ich erlernt habe, wie viele andere Künstler im Übrigen auch. Oder überhaupt viele Menschen, aber eben auch viele Künstler. Eine sehr einfach zu praktizierende und einfach zu erlernende. Aber die einem die Möglichkeit gibt, gezielt eben sich zu entspannen. Und das funktioniert ja auch heute, ne? Mhm. Klar. Ja, klar. Ich glaube ja dir das. Ja, klar. Warum ist es eigentlich so schwierig, wenn man über Therapien sprechen muss? Oder weiß so? Ich nicht, ist nicht schwierig. Nee? Nee. Weil du sagst, es liegt schon so lange zurück. Es ist doch eigentlich was einem unglaublich hilft. Wenn man jemanden hat, ja, mit dem man reden kann und der einem hilft, Dinge zu sortieren, oder? Klar.
ich kann das auch nur jedem empfehlen, der mit Dingen nicht weiterkommt, sich auch da Hilfe zu holen. Weil ich sage mal, wenn ich mir ein Bein breche, dann sage ich ja auch nicht, da klebe ich mal selber ein Stück Pappe drumherum und das wird dann schon wieder. Sondern dann gehe ich auch zum Arzt und lasse das Röntgen und im Zweifelsfall einen Gips drum bauen. Und so ist das eben da auch. Ne? Also. Ist überhaupt nicht schwierig, darüber zu reden, nur es liegt eben schon länger zurück. Insofern ist das für mich auch etwas, was verarbeitet und hinter mir gelassen ist. Ich könnte jetzt eine üble Überleitung machen, Beinbruch. Würdest du mir aus dem Auto raushelfen, weil ich komme hier nicht raus? Ja, fahr doch einfach. Ja. Warte, nee, bleib sitzen, das gehört sich nicht. Ach so, ich mach das. So. Ich hab's mir gedacht, fast, dass der... Während ihr euch da über die verschiedenen Definitionsformen von Melancholie unterhalten habt, habe ich hier mit meinen eigenen Händen Arbeit eine kleine Versuchsanordnung aufgebaut. Und zwar hierher, wenn ihr mir folgen wollt, ihr beiden. Dies hier ist ein typischer Arbeitsplatz für Sportreporter. Man kennt das, ein Pult, ein Bildschirm, ein Mikrofon. Und die Sportreporter erzählen das, was sie im Fernsehen sehen. Wissen also auch nicht mehr als die Fernsehzuschauer, reden aber dafür umso mehr. Absolut. Und wir werden jetzt verschiedene sportliche Höchstleistungen dargeboten bekommen. Und wir müssen immer, wenn die sportliche Disziplin verändert wird, auch die Person des Sportreporters verändern. Das heißt, Christine beginnt, dann kommst du, dann komm ich, dann kommt Christine, dann kommst du. So wird es immer reihum gemacht. Jeder neue Sportler, der kommt, jede neue Sportart, die präsentiert wird, braucht einen neuen Kommentator. Und Christine, es wäre einfach wunderbar, wenn du anfangen könntest. Und schon geht's los. Und da kommen sie wieder rein. Der mit der schwarzen Hose ist Wilfried Kämpchen. Und er, oder sind das Frauen? Nein. Und Bernd Büschler hat ihn niedergehauen. Und der mit den schwarzen Strümpfen ist Bernd Büschler, nur damit das klar ist. Und jetzt aber ordentlich. Ja, und hier kommen die taiwanesischen Schneeschieber mit ihren beiden Löffeln, die aus übergroßen Eistöpfchen in der Mandschurei hergestellt wurden und löffeln sich jetzt wieder aus der Dekoration. Und weiter geht's mit Götz. Meine Damen und Herren, atemlose Spannung liegt über dem Stadion. Hier ist wieder bei der rhythmischen Sportgymnastik. Da kommt Tatjana Businova aus der Ukraine und sie wird unterstützt von Elfriede Ruck-Hackenberg aus Versmold. Die beiden sind eine einzigartige Freestyle-Darbietung geworden. Sie tanzen eine Choreografie von Irene Mann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sehr, sehr schön. Und ich denke, das gibt mehrere triumphale Auswertungen in der Haltungsnote. Und ich freue mich, dass diese babyblauen Outfits so wunderbar diesen Mädchen zu Fuß stehen. Und hier geht's weiter mit Christine Westermann. Und da kommen sie. Aber Jungs, jetzt müsst ihr ein bisschen schneller. Ihr wollt den Weltrekord. Sie wollten den Weltrekord im Gehen knacken, aber es klappt nicht. Der eine läuft falsch rum. Was ist denn hier schiefgelaufen? Die Ordner müssen aus England kommen, von den Olympischen Spielen. Irgendwas stimmt hier nicht. Und jetzt laufen sie. Sie laufen. Wie gut sie laufen. Ja, und hier kommen die sibirischen Streifenhörnchen. Sie tragen in dieser Saison ein Kokon aus spanischem Dackelblech, gefüllt mit etwas Himbeersoße und einem Hauch französischem Parfum aus dem Hause Genie. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in Iffelsheim. Es geht los mit zwei wirklich fantastische. FC Schalke 04 hat seinen besten Reiter ins Rennen gesteckt, aber er kann wieder hinterherlaufen. Da sehen wir den Hamburger Sportverein, der mit epochemachender Eleganz an die Spitze der Tabelle reitet. Und ich habe wieder alles beim Pferderennen verloren. Und da kommen sie griechisch-römisch. Der eine ist Römer, der andere ist Grieche. Und jetzt geht es ordentlich ab. Was macht denn Jochen Haas da? Wo hat denn Jochen Haas sein Laptop? Was? Sein Laptop? Wo hat Jochen Haas sein Laptop? Wo hat Jochen Haas? Vielen Dank, unser zimmerfreies Schauspielteam! Hallo!
zwei, die sind gar nicht dran gefallen. Ach, so ein Pech. Vielen, vielen Dank. Eine tolle Leistung auch von unserer Abteilung Kostüm, die da im Hintergrund unglaublich gewickelt und gewirbelt haben. Fantastisch. War nicht alte Schule, aber trotzdem. Bitte schön. Ja, ein paar kamen nicht dran, muss man noch sagen. Das ist gemein, weil wir haben uns vorhin so verplaudert. Ja. Aber die waren auch noch toll. Das waren, glaube ich... Rallye-Fahrer. Ja. Rallye, du wärst gern Sportkommentator geworden. Nein. Wieso nicht? Da war das ganze Spiel umsonst. Sportkommentator eigentlich nicht, aber ich bin Sportreporter oder? Auch nicht. Ne, ich habe ja Neues vom Sport damals gemacht und eigentlich eher, weil ich gerne Sport gucke und weil ich lustig finde, was die manchmal so sagen. Zwei Träume kenne ich: Sportkommentator oder Popstar oder und Popstar. Das stimmt nicht. Fußballstar wollte ich werden. Ah, ja. Fußballer. Ich war nur damals bei den Auswärtsniederlagen unseres Vereins TuS Alzertal immer der lustigste auf der Rückfahrt und da war dann doch eher klar, ich sollte eher ins Humorfach wechseln als Fußballprofi zu werden. Mein großer Held war Uwe Seeler. Hast du ihn mal kennengelernt? Mhm. Und? Er war ja auch mal bei Ditsche zu Gast in der Sendung. Mhm. Das war super. Da saß er dann auf dem Hocker, wo sonst Schildkröte sitzt. Genau. Und musste dann ganz am Ende den Satz sagen, halt die Klappe, ich habe Feierabend. Dann habe ich ihm dann noch, aufgeschrieben. Er hat ihm gesagt, ich musste beißen. Weil wir dazwischen immer so viel Unsinn gemacht haben. Und er durfte, meinte, er darf ja gar nicht lachen. Er saß dann nur nach einem nach einer Heimniederlage gegen Werder Bremen, werde ich nie vergessen, saß er dann da auf dem Barhocker und hatte ein Bier und hat nichts gesagt. Und dann habe ich ihm halt die Klappe, ich habe Feierabend auf so ein Stück Kreppband geschrieben und ihm auf den Tisch geklebt. Hat man nicht gesehen im Fernsehen, das Kreppband, war unsichtbar. Ja, wir haben schlechte Kameras. Ach so. Ja. Das ist das Credo dieser Sendung. Aus der Not eine Tugend zu machen, meine Damen und Herren. Ja. Stichwort Ditsche, Sabine Heinrich war in Hamburg, nicht ganz an Ort und Stelle, aber mit jemandem, der ziemlich viel über dich weiß, aber nichts rauslässt. Oh. Moin, moin aus Hamburg, heute im Ditsche-Style und vor allen Dingen mit Ingo Mann. John Fleming Olsen. Der Mann aus der Frittenbude. Wir müssen aufklären, das ist nicht der Originalschauplatz. Auf gar keinen Fall. Das ist auch nicht Olli Dietrichs Lieblingsort, das ist dein Lieblingsort. Ihr trefft euch immer beim Italiener. Das wollte er nicht preisgeben. Gibt er gar nichts preis? Wenig. Also wenn er nicht muss, dann lieber nicht, glaube ich, ja. Er kennt euch jetzt 20 Jahre? Ist er ein treuer Freund? Ja, sehr treu und sehr loyal, würde ich sagen. Wie äußert sich das? Woran hast du das schon mal gemerkt, so auf den Olli ist Verlass? Dass Olli grundsätzlich immer auf Menschen zurückgreift, die, mit denen er lange schon zu tun hat, die ihm vertraut sind und die, wenn sie ihn sozusagen nicht enttäuschen, die er ja auch sozusagen so mitnimmt gewissermaßen. Lacht ihr viel dann an so einem Abend? Ja, absolut, durchaus. Das tun wir. Und also zum Beispiel nach einer Sendung, wenn wir in unserem kleinen Schminkwagen sitzen und ich mir die Haare abnehme und so, und dann lässt man das mal so ein bisschen Revue passieren und so, und dann lacht man doch noch sehr, sehr herzhaft über die eine oder andere Stelle gemeinsam und freut sich, dass das irgendwie gelungen ist. Das ist sehr, sehr schön. Ah, das ist schön, dass er sich da so sehr freuen kann. Ja, absolut, kann er sehr. Kann sich auch richtig ärgern, mal über so Sachen? Nee, dass irgendwas jetzt so richtig schlecht gewesen wäre, das gibt's in seinem Universum nicht, glaube ich. Weil er grundpositiv ist? Ja. Ihr wolltet ja beide Popstar werden. Ja. Und in beiden Fällen hat's mit Verlaub nicht so richtig geklappt. Leidet Olli darunter noch sehr? Dass sein großer Traum sich nicht erfüllt hat? Ich glaube, leiden tut er dann nicht drunter. Nee. Aber ich glaube schon, dass da so ein Stachel bleibt. Und der wächst irgendwie ein und damit geht man so um und so. Und ab und zu piekt er vielleicht noch, aber leiden würde ich nicht sagen. Wie verpackt er dann so Niederlagen? Ich glaube, ich würde sagen, er ist so jemand, der leckt vielleicht so kurz die Wunden und sucht dann was Neues. Ich glaube, er guckt dann wenig nach hinten. Das Nächste ist das Wichtigste. Rastlos? Ja, bestimmt. Ja. Ja, klar. Ja, klar. Es geht immer weiter, 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 weiter. Was würde eigentlich passieren, wenn du Oliver sagst? Ich glaube, er wäre erstens sehr überrascht und dann auch unfreudig berührt. Oliver ist, hat seit 30 Jahren niemandem zugesagt. Guter Hinweis. Das ist mein Beitrag.
Sabine Heinrich-Wilhelm von den Olsen, dem Ditsche Partner unseres heutigen Zimmerfreigastes, Olli Ditsche. Aber eigentlich ein schöner Name, Oliver, oder? Ja. Ein schöner Name, aber er hat recht. Also das, den nennt, sagt, wie sagt man, eigentlich kaum jemand Oliver zu mir. Mhm. Stimmt. Wie recht hat er mit rastlos? Das stimmt schon. Also eine gewisse, wobei ich muss sagen, also diese ganz übertriebene, fast getriebene Unruhe, immer weiterzumachen und so weiter, die ist schon auch einer gewissen Gelassenheit gewichen, die ich mal jetzt altersbedingt begründen würde. Das ist auch ganz gut so, weil das ja auch häufig dazu führt oder in den jungen Jahren dazu geführt hat, dass ich mich auch verzettelt habe, weil ich ja sehr viele Interessen habe und auch wahrscheinlich verschiedene Begabungen, die ich früher nicht so auf die Reihe gekriegt habe. Wenn ich das eine gemacht habe, habe ich das andere vermisst und umgekehrt. Und man war immer so getrieben, es wird nicht fertig. Und immer wenn ich zu verbissen auch an irgendwas dran war und hinterher war, dann ist es meistens nichts geworden. Also die Lockerheit, die man auch manchmal braucht, zwar auf der einen Seite, wenn man etwas arbeitet zum Beispiel, so viel Perfektion und Einsatz und Gnadenlosigkeit walten zu lassen, bis es wirklich so gut wird, wie man es nicht mehr besser hinkriegt in diesem Moment. Das ist das eine und das ist auch wichtig. Aber auch den goldenen Moment zu erkennen, der kann nämlich manchmal, du wirst das auch gut als Musiker, Musiker wissen das, dass es manchmal Momente gibt, da macht man einfach irgendwas. Und das ist es schon. Genau. Und das muss man lernen, dass man das auch erkennt und nicht übersieht und dann sagt, naja, das war jetzt schon gut, aber jetzt muss man ja erstmal richtig dran arbeiten. Und dann wird es verschlimmbessert und am Ende ist es halt nur noch Mist. Das darf auch nicht sein. Aber du weißt schon, wie gut du mit Ditsche bist, oder? Noch viel schlimmer als Mist, es ist langweilig. Ja, stimmt, langweilig, ja. Du weißt schon, wie gut du als Ditsche bist, oder? Ditsche, naja, Ditsche ist so fast ein Lebenswerk mittlerweile und ich hoffe, dass wir das noch lange machen dürfen, weil, wie heißt das immer so schön, manchmal kommt es gar nicht so sehr darauf an, wie viele es sehen, sondern wer es sieht. Und das ist ja doch so ein bisschen noch so gegen Fernsehen, sag ich jetzt mal so ganz vorsichtig. Also etwas, was von Dingen lebt, die man häufig oder eigentlich gar nicht mehr mittlerweile im Fernsehen sieht. Mir bedeutet das sehr viel, das zu tun, ohne Netz und doppelten Boden live zu senden und zu erzählen, wo das Herz am rechten Fleck sitzt. Um den Bogen noch mal zu schließen zum Anfang, Loriot hat gesagt, entzückende Ideen hat der Mann. Dass du gut bist, sehen die Leute und das finden auch Leute, die mit dir gearbeitet haben. Guck mal. Ui. Jetzt bin ich gespannt. Mit die größte Qualität von Olli Dittrich ist, dass er unglaublich präzise und genau ist in der Zeichnung seiner Figuren. Er nimmt seine Kunst, wie er das selber auch nennt, sehr, sehr ernst. Er ist nicht nur brillant, wenn er in verschiedenen Masken verschwindet und wirklich als Olli Dittrich gar nicht mehr zu erkennen ist, sondern er kann das, und das ist eigentlich für mich das Allergrößte, er kann es sozusagen auch aus der Lameng. Man sitzt mit ihm irgendwie oder man steht in der Garderobe und dann wird mit einem Atmen, mit einem Seufzer eine Figur angedeutet und sofort ist die Figur komplett präsent. Und ich finde das Großartige, wir treffen uns teilweise gar nicht, bevor wir auftreten, weil wir sagen, es wird alles aufgespart für den Augenblick vor der Kamera. Es wird nicht vorher verpulvert und verheizt. Und es macht wahnsinnigen Spaß mit ihm, weil man kann sehr, sehr, sehr gut von ihm abnehmen. Er kann die Bälle zuspielen. Und er ist, abgesehen von seiner Qualität als Künstler, ein sehr, sehr humorvoller und liebenswerter Zeitgenosse. Das ist ja süß. Toll. Da freue ich mich aber. Vielen Dank. Das ist ja toll. Loriot hat gelobt, Harald Schmidt hat gelobt. Großartig, da freue ich mich total drüber. Weil kennst du Zweifel? Ja, klar. Ja? Mein zweiter Name ist Zweifel. Ja. Nein, wirklich, also das haben wir ja oben auch in dieser etwas ernsten Runde, in diesem schicken Cabriolet, haben wir ja das auch schon ein bisschen angedeutet. Also Zweifel sind ja, wenn sie, sagen wir mal, eine gewisse manische Komponente haben, ein schlechter Berater. Aber grundsätzlich Zweifel, auch Angst oder Befürchtung, ist ja sozusagen der gute Bruder gelegentlich auch von Respekt vor Dingen, von denen man nicht genau weiß, ob sie so schon richtig sind. Und Zweifel lässt einen auch an der richtigen Stelle mal überprüfen. Das gehört auch dazu, wenn man älter wird, dass man weiß, an welcher Stelle man wirklich zweifeln muss und vorsichtig sein muss und auch mal was verwerfen muss. Man hat seine tollsten Momente mit den vollsten Hosen gehabt, ne? Das hat's auch gegeben. Das war ein schöner Satz. Das stimmt. Ja. Absolut. Ja. Das ist ein genialer Satz. Hast du noch so einen? Nee, sowas fällt mir nur ein, wenn ich Geburtstag habe. Aber ich habe gar nicht Geburtstag. Wir machen jetzt Hausmusik, meine Damen und Herren. Olli hat sich genau wie letztes Mal ein Lied aus dem Oeuvre des unsterblichen Howard Carpendale ausgesucht. Ja. Und da ist schon der erste kleine Applaus, brandet auf zurecht. Sie dürfen ruhig. Ja. Ich brauche keinen Text hier.
dazu muss man. Ich bin ja eigentlich gar kein Sänger. Insofern, Fleming hatte völlig recht, dass ich wollte immer Popsänger werden, habe das aber aus mangelnder Sangeskunst irgendwie doch nicht geschafft. Nur, wenn ich Leute sozusagen so ein bisschen nachäffe. Und das ist was ganz Besonderes, weil die Songs, die man damals für Howard gemacht hat, waren sehr häufig mit sehr vielen SCHs versehen, weil man irgendwann festgestellt hat, dass er dann besonders viele Platten verkauft, wenn es viel Sch drin gibt. Genau. Und aus dieser Zeit stammt ein Lied, das erstaunlicherweise wenige Leute kennen, aber wir zwei jetzt. Und das heißt, nimm den nächsten Zug. Ist das Tempo so schön für dich? Wunderbar. Auch kein Text hier. Die Wohnung sieht so aus, als wäre sie längst verlassen. Ungewaschene Teller türmen sich und Tassen. Aschenwäsche voll, was kümmert's mich? Denn was bin ich ohne dich? Ordnung scheint in meine Welt nicht mehr zu passen. Und darum nimm den nächsten Zug, komm zurück zu mir, denn ich hab jetzt ein anderes Bild von dir. Was du wirklich willst und wie du wirklich fühlst, jetzt weiß ich. Nimm den nächsten Zug, ich lauf schon jetzt zur Bahn. Kommst du auch erst in 5 Stunden an? Mach dich nicht erst schön und schmink nicht dein Gesicht. Ich lieb dich, ob ich will oder nicht. Ich hab dich vielleicht nicht ernst genug genommen. Und so ist es zwischen uns zum Bruch gekommen. Ich hab dich behandelt wie ein Kind, wo wir uns doch so nah sind. Alles das hab ich jetzt zu verstehen bekommen. Und darum nimm den nächsten Zug und komm zurück zu mir, denn ich hab jetzt ein anderes Bild von dir. Was du wirklich willst und wie du wirklich fühlst, jetzt weiß ich. Nimm den nächsten Zug, ich lauf schon jetzt zur Bahn. Kommst du auch erst in 5 Stunden an? Mach dich nicht erst schön und schmink nicht dein Gesicht. Ich lieb dich, ob ich will oder nicht. Howard! Ganz, ganz gut. Und ich bin nicht mehr, meine Herren. Und das war's für Zimmerpfeife heute. Natürlich gibt's noch die Abstimmung beim Publikum. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte entscheiden Sie, darf er bei uns wohnen bleiben? Wenn ja, dann grün, wenn nein, dann rot. Hoch die Karten. Natürlich, eine rote, aber 834 Milliarden grüne. Ich danke Ihnen, Sie waren ein tolles Publikum. Christine, ich danke dir, ich danke mir. Und wir alle danken dem Star des Abends, Olli Dittrich. Danke.